Wie lebt ein Influencer in seinem Penthouse in Berlin? Das seht ihr in dem Video, unter anderem warum ich Dünnschiss an meiner Zahnbürste habe, was ich noch alles so in meinem Bett mache, außer zu schlafen und warum ich so ausgerastet bin. Ruhe! Ruhe, Zuckerpüppchen, und herzlich willkommen zu meiner Roomtour. Ich habe euch tatsächlich gar nicht erwartet, aber kommt doch mal rein, das hier ist meine Wohnung hier. 5000 Euro in Berlin? Kalt. 2 Quadratmeter. Kleiner Spaß natürlich, es geht jetzt weiter mit meiner richtigen Roomtour. So, willkommen in meinem ersten Zimmer. Ich dachte, wir beginnen mal in meinem Schlafzimmer. Ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen was umgestellt. Hier nämlich einmal mein Bett, das ist richtig schön. Ich habe mir nämlich überlegt, der Grund für die Roomtour ist, weil ich hier gerade nämlich alles am Renovieren bin. Also die Leute kommen die nächsten Tage, um mir da zu helfen. Und dann wird es nochmal eine Roomtour geben. Aber das ist jetzt auch wieder die Roomtour, wie ich so die letzten 6 Monate gelebt habe. Dann auch mal gucken, was für ein großer Unterschied es machen wird. Auf jeden Fall ist hier mein Bett. Das stand die ganze Zeit so hier. Und das habe ich jetzt hier hingestellt, weil ich dachte mir, ich finde das irgendwie so ein bisschen geil, mit dem Spiegel. Was? So, hier schlafe ich auf jeden Fall und mache andere Dinge und verbringe auch eigentlich den ganzen Tag. Hier habe ich so meine Wäsche reingemacht, meine bunte und meine helle Wäsche. Wenn ihr das haben wollt, ich verlinke euch das mal in meine Amazon Store von, die findet ihr unten in der Infobox. Hier haben wir dann meinen Schrank. Ich habe mich hier für so einen Packschrank entschieden. Hier die Mitte ist eigentlich ganz cool. Hier habe ich nämlich noch so, kann man das gut sehen? Ja, ne? Habe ich nämlich hier noch so meine Kappen und sonst irgendeinen Scheiß. Hier noch irgendwie eine Louis Vuitton-Verpackung. Ah, da war mein Parfüm drin. Ich dachte gerade, weil eigentlich habe ich hier keine. Und mein Pandora-Armband habe ich hier hingelegt. Ja, genau. Und das war es auch eigentlich schon mit dem Schlafzimmer. Ich würde sagen, wir gehen weiter ins nächste Zimmer. Ich weiß, wir waren gerade schon in dem Raum, aber es wurde mir gesagt, das ist ja vielleicht auch nochmal interessant. Deswegen, hier habe ich meinen Trockner. Ich habe zum ersten Mal in der Wohnung einen Trockner und ich bin richtig glücklich darüber, Leute, einen Trockner. Ich wusste nicht, dass das so erleichtert, also das erleichtert mir mein Leben und das meine ich tot ernst. Seitdem wasche ich gerne Wäsche. Hier ist mein Trockner, hier ist meine Waschmaschine. Leider nicht von derselben Marke, fuckt mich auch ein bisschen ab, aber die waren halt bei dem Angebot. Aber genommen, ne? Also habe ich jetzt auch nicht drum gemacht. Hier ist meine Eiswürfelmaschine, die ich unbedingt gebraucht habe. Am selben Tag hier noch mit dem Brett selbst dran gemacht habe. Die beiden Bretter, die habe ich selbst dran gemacht. Ja, und die sind auch gerade. Die benutze ich nicht. Und das ist mein Staubsauger, der ist richtig cool. Guck mal, man kann... Geht mal. So cool ist mein Staubsauger, dass da sogar der Dreck rausfällt. Naja, auf jeden Fall hat man hier so ein Ding. Hier ist so der Beutel. Und wenn man dann hier so drauf drückt... Leute, guck mal bitte. Dann saugt ihr das einfach da rein. Und dann ist der wieder leer. Ja. Ja, ist schon cool. Okay, machen wir weiter mit... Das ist übrigens meine Wäsche, für die ich zu faul bin, die aufzuhängen. Deswegen hängt die da. Ja, weiter geht's hier mit dem Flur. Warte, film mal so, damit man nicht so viel sieht, weil hier wird's ja jetzt gleich noch richtig interessant. Hier habe ich so eine kleine Garderobe hingemacht, damit man halt hier so seine Sachen reinmachen kann. Hier seine Schuhe, die ist von Ikea. Die hat so perfekt dahin gepasst. Alle denken, es wäre eine Maßanfertigung. Nee, denkt irgendwie niemand, aber ist auf jeden Fall von Ikea. Fand ich auf jeden Fall richtig cool. Und war auch nicht so teuer. Ich glaube, es hat 150 Euro gekostet oder sowas. Ja. Weiter geht's mit dem nächsten Raum. So, wir sind in meinem Badezimmer angekommen. Und um ehrlich zu sein, finde ich, das ist auch mit einer der coolsten Räume hier. Der wird auch ganz anders aussehen bei der nächsten Roomtour. Ich wohne jetzt übrigens seit 6 Monaten ungefähr. Also ich wohne ja eigentlich schon ziemlich lange und das mit 5000 Euro am Anfang, das war natürlich ein Spaß. So viel Miete zahle ich nicht. Das ist sehr teuer, weil wir wohnen in Berlin. Also ich wohne in Berlin, aber es ist auf jeden Fall nicht so teuer. Ja, auf jeden Fall ist hier mein Badezimmer. Ich habe hier einmal eine Badewanne. Ich weiß nicht, was ihr lieber mögt. Mögt ihr lieber duschen oder Badewanne? Ich weiß nicht warum, aber ich finde Badewanne so kacke. Also ich bin voll froh, dass ich eine habe und ich bin dankbar. Aber ich würde niemals in eine Wohnung ziehen, wo ich nur eine Badewanne habe. Wenn ich es nicht müsste, wenn der Rest schwimmen würde, würde ich es natürlich auch machen. Aber ja. Da habe ich schon ein bisschen was verraten. Ich habe nämlich auch eine Dusche. Das ist richtig cool. Und die Dusche ist richtig groß. Und die benutze ich auch wirklich jeden Tag. Das finde ich richtig geil. Das ist irgendwie so eine random Information. Aber schreibt mir in die Kommis, ob ihr lieber Dusche oder Baden mögt. Und dieser Schrank. Das ist meine absolut 13. Kassette. Und das meine ich todernst. Dieser Schrank geht jedes Mal auf und er geht auch nicht mehr richtig zu. Wenn man hier steht, der geht sofort auf. Wenn man hier steht, der geht sofort auf. Wenn man den nur irgendwie komisch anguckt, geht er sofort auf. Und manchmal ist es auch so, man macht den 100-mal zu. Oh, warum geht das denn jetzt so einfach? Sag mal, also. Ich schwöre, normalerweise geht das nicht so einfach. Naja, auf jeden Fall ist der Schrank hier richtig kacke, aber der war halt auf jeden Fall schon drin und ich finde, eigentlich sieht er auch schön aus, aber der ist halt nicht so geil. Linus lässt immer den Toilettendeckel oben und ich habe letztes Mal in TikTok gesehen, dass wenn man den Toilettendeckel oben lässt und dabei abspült, dass sich alles auf den Zahnbürsten absetzt. Ja, könnt ihr mal wissen, wer jetzt Scheiße an der Zahnpasta hängen hat. Ich. Naja, auf jeden Fall, hier habe ich dann noch so einen kleinen Schrank, den habe ich auch selbst anmontiert. Ich will immer, dass alles Linus anbaut, aber irgendwie braucht er immer ein bisschen zu lange und dann mache ich es halt doch selbst, weil das halt nicht in einer Stunde macht. Und dann mache ich
ich es halt in den ersten 10 Minuten. Ja, hier habe ich so meine ganzen Sachen, die ich, das hier habe ich irgendwie fast alles zugeschickt bekommen, aber irgendwie benutze ich auch trotzdem alles, weil immer mal so wieder, oh, die liebe ich, Leute, das hier ist die geilste Creme überhaupt. Ich habe die noch in groß, die ist so toll. Und die riecht wirklich so richtig gut. Die liebe ich auf jeden Fall. Hier sind halt so die Sachen drin, die ich nicht immer brauche. Und mein kleiner Arzneikasten. Das ist das Wichtigste, was es in meinem Leben an Medikamenten gibt. Elotrans. Deswegen ist es auch fast leer. Ja, und so ein kleiner Vorrat halt. Hier habe ich meine ganzen Parfums hingestellt. Schreibt mir übrigens mal in die Kommis, ob ihr alleine wohnt. Wenn ja, wie groß eure Wohnung ist. Das würde mich mal interessieren, weil ich kann mir vorstellen, dass ganz viele auch einfach noch zu Hause wohnen von euch, aber die, die schon eine eigene Wohnung haben, das würde mich mal interessieren und vor allem auch, wie viel ihr zahlt, weil das macht mich am meisten traurig in der Wohnung, dass sie so teuer ist. Ja, hier habe ich übrigens über der Badewanne, da habe ich einen Kleiderhaken und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer da tatsächlich von der anderen Wand in die andere Wand reingebohrt hat. Weiter mit dem nächsten Zimmer. Ich habe vergessen zu zeigen, im Flur habe ich noch einen Spiegel. Wir sind im nächsten Raum angekommen. Das ist auch mit eines der Herzstücke von meiner Wohnung. Wir sind auch beim vorletzten Raum tatsächlich angekommen. Das Highlight kommt natürlich am Ende und das ist das Wohnzimmer und die Küche. Aber das ist jetzt eigentlich auch ein Highlight, nämlich mein Studio. Ja, auch irgendwie eine Rümpelkammer. Das hier habe ich tatsächlich gekauft für meinen Balkon. Den kann ich euch natürlich nicht zeigen, weil, aber ich habe noch einen Balkon, nur damit ihr das wisst. Den kann ich euch aber nicht zeigen, weil sonst sieht man natürlich meine Aussicht. Den habe ich aber gekauft für meinen Balkon, weil ich den da hinstellen wollte. Um zu planschen im Sommer. Dann hat mir jemand gesagt, dass das ganz oft schimmelt, wenn man da Wasser reinmacht und das ein paar Tage stehen lässt. Und deswegen steht er halt jetzt hier. Ja. Der hat aber auch nur 10 Euro gekostet. Natürlich in meiner Amazon-Store. Nee, habe ich von Lidl. Naja, auf jeden Fall ist hier so mein Podcast-Studio. Ich habe keinen Podcast, aber ich dachte mir so, lieber habe ich eins, bevor ich eins brauche. Das ist auch eigentlich die Devise in meiner ganzen Wohnung und in allem, was ich habe. Hier habe ich so ein paar Sachen, so mein Drucker. Dann habe ich hier so meine Bohrmaschine. Dieser Mann über mir, der bohrt den Ruhe! Dann habe ich hier mein Livestream-Setup für Twitch. Ich mache kein Twitch, aber ich dachte mir, besser haben als brauchen. Deswegen habe ich mir hier ein Twitch-Setup mal flott zusammengestellt. Ne? Mal eben gemacht. Ich habe ja auch Reactions gemacht für einen Monat. Habe ich jetzt auch sein lassen, weil ich habe keinen Bock mehr drauf. Das guckt sich sowieso keine Sau an. Deswegen vielleicht fange ich mal irgendwann an zu streamen. Falls ihr irgendeine Idee habt, dann sagt mir das mal. Würde mich nämlich interessieren. Oder ob ihr Twitch überhaupt mögt oder ob ich lieber das vielleicht machen soll. Ja, hier habe ich auch meinen flotten Gaming-PC. Der ist so hässlich. Leute, ich habe den am wenigsten nach Gaming, wie der sogar verstaubt ist, nach Gaming aussehenden PC gekauft, weil ich das ja, ich finde ja Gaming-PCs so asozial. Also ich finde das so asozial, dass ich mir den hier gekauft habe und sogar der leuchtet. Hier habe ich mein Setup, um TikToks zu drehen und mich fertig zu machen. Hier ist meine ganze Skincare. Hier habe ich für Linus was gekauft. Dieser Junge frisst Knoblauch den ganzen Tag. In allem. Will das Knoblauch reinmachen? Guck euch das mal an. Habe ich hier jetzt eine Knoblauchschale gekauft. Schon cool, oder? Das ist sozusagen mein Film-Setup. Hier hocke ich ja immer. Will es aber auch irgendwie ein bisschen ändern. Der ganze Raum wird auch ganz anders. Den werdet ihr nicht wiedererkennen in 2 Wochen. Falls ihr es übrigens nicht verpassen wollt, abonniert mal den Kanal, damit ihr hier seht, wie toll diese Wohnung in ein paar Wochen aussieht. Hier habe ich dann natürlich auch noch so meine ganzen Sachen, die ich mal für ein Video verwenden wollte, aber dann irgendwie nie verwendet habe. Hier stand bis vor ein paar Tagen auch noch das iPhone, was ich verlost habe. Und wenn mir noch ein sagt, dass ich Fake-Verlosungen machen würde und nicht einmal recherchiert. Es bedarf wirklich nur auf mein Instagram zu gehen, auf das erste Highlight für meinen Song zu klicken und da ist tatsächlich drin, wer das iPhone gewonnen hat. Also ich will das wirklich nie mehr wieder hören, aber ich kann eh nichts dagegen machen, aber wer wissen will, wer es gewonnen hat, guckt da mal gerne vorbei. Und natürlich haben mehr Leute nicht gewonnen, als gewonnen haben. Weil es konnte ja auch nur einer gewinnen. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Zimmer. Jetzt sind wir im Herzstück der Wohnung, würde meine Mutter sagen. Für mich ist das hier hinter mir aber einfach nur Deko. Nämlich in meinem Küchen-Essbereich. Der Kaffee ist ausgelaufen! Nee, Spaß. Habe ich gekauft. Das ist meine Deko für 30 Euro. Und das darf man auch eigentlich niemandem erzählen, dass ich dafür 30 Euro ausgegeben habe. Jeder, der hier reinkommt, spricht mich darauf an und sagt, oh mein Gott, ich wollte nichts sagen, ich hatte Angst, dass ich es umgekippt habe. Nee, aber es ist auf jeden Fall meine Deko. Ja, das ist auch der Grund, dass ich das jetzt so gesagt habe. Die Lampe habe ich übrigens neu. Habe ich auch. Ach, scheiß drauf. Findet ihr in meiner
Infobox unten auf jeden Fall. Genau, das ist die Küche, das ist mein Tisch, den habe ich aus meiner alten Wohnung mitgenommen. Falls ihr die alte Roomtour gesehen habt, die verlinke ich jetzt mal hier oben, wie ich vorher gewohnt habe. Da war der Tisch auf jeden Fall schon drin. Deswegen hat er auch die perfekte Maße, um da reinzupassen. Hier für die Wohnung finde ich ihn ein bisschen zu klein, aber der hat 300 Euro gekostet. Und nochmal einer, der größer ist, würde 350 Euro kosten. Und irgendwie sehe ich das nicht ein. Ne? Auch wenn der Tisch wirklich für die Wohnung ein bisschen zu klein ist und vor allem, wenn man zu viert daran sitzt. Aber ist auch egal, das ist so meckern auf hohem Niveau und am Ende kann ich mich auch woanders hinsetzen. Weil, nee, das irgendwie bin ich zu geizig, um das auszuwählen. Naja, auf jeden Fall haben wir hier die Küche. Ich finde es immer interessant, in andere Kühlschränke reinzugucken, deswegen dürft ihr jetzt auch mal in meinen reingucken. Der ist extrem voll, weil Linus jetzt da ist. Immer wenn Linus da ist, dann ist der Kühlschrank halt voll, weil wir dann zu Hause essen, wenn ich alleine bin. Ich weiß nicht warum und ob ihr das genauso seht, aber wenn ich für mich alleine koche, dann ist es günstiger, draußen essen zu gehen, weil ich, wenn ich alleine koche, fast die Hälfte wegwerfe, weil ich das irgendwie, ich kann das irgendwie nicht so gut einschätzen, wie viel ich brauche oder wie viel auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob es für euch genauso ist oder ob ich irgendwie gerade irre bin. Hier haben wir dann auf jeden Fall meine Küche. Hier habe ich halt so meine ganzen Gewürze und sonst irgendwas. Die Küche ist übelst voll, deswegen habe ich hier auch eine kleine Kücheninsel bestellt. Die wird jetzt noch aufgebaut, die seht ihr dann in der nächsten Roomtour, wenn die ganze Wohnung hier fertig ist. Leute, das wird so krass, wirklich, hier kommt überall Farbe hin. Alles wird nicht so aussehen, wie es jetzt gerade aussieht. Ich bin richtig gespannt. Nee, auf jeden Fall kommt hier noch eine Kücheninsel hin, weil ich habe hier wirklich, also jeder Schrank, der platzt aus allen Nähten. Komm, du kannst ja hier reinfallen, wenn du willst. Der platzt wirklich aus allen Nähten, meine ganzen Töpfe. Also wirklich, es ist nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Und deswegen habe ich jetzt hier noch so eine kleine Kücheninsel geholt, die ich selbst baue. Von Ikea habe ich mir da so mal Sachen gekauft. Mal gucken, ob das irgendwie so wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann wird hier Saturday Spaghetti gegessen. Weiter geht's im nächsten Raum. Hier sind wir im nächsten Raum angekommen. Der nächste Raum in question. Hier haben wir auf jeden Fall mein Regal, das habe ich neu, das passt zu meinem neuen Einrichtungsstil, also zu den Farben, die ich hier verwenden will. Und ich bin so gespannt, ob ihr das mögen werdet. Ihr werdet das safe alle nicht mögen, aber genau deswegen mag ich es besonders. Das sieht jetzt noch ein bisschen random aus, aber eigentlich ist es auch ganz süß. Alexa, alle Lichter an. Alexa, alle Lichter an. Es gibt nichts Peinlicheres, wie wenn Alexa nicht funktioniert. Hier ist eine kleine Lampe hingestellt. Ich finde, das sieht richtig süß aus. Aber irgendwie ist das jetzt auch irgendwie so ein kleiner Side-Fact, mein Regal. Das wird bei der nächsten Roomtour wird es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zu sehen sein. Wenn ihr das übrigens alles auch verfolgen wollt, wir laufen jetzt schon mal weiter, während ich das sage, ins Wohnzimmer, damit wir so einen kleinen Übergang machen. Wenn ihr das alles verfolgen wollt, dann könnt ihr mich schon mal auf Instagram und TikTok abonnieren. Das findet ihr auch alles unten in der Infobox, weil dann könnt ihr das natürlich auch alles mitverfolgen. Hier haben wir mein Wohnzimmer. Auf der gegenüberliegenden Seite, da kann man jetzt nicht hinfilmen, da steht der Fernseher, der steht halt direkt vor dem Ausblick. Aber hier ist auf jeden Fall sehr geil. Das hier ist mein kleiner Tisch. Alle meinen zu mir, dass ich es bereuen werde, wenn ich mir so einen Tisch hole, weil das halt kein richtiger Tisch ist. Aber ich kann sagen, ich bereue hier gar nichts. Tatsächlich. Hier haben wir ein S. Das S steht für schwul. Ja, ich finde das mega geil. Och Mann, ich würde am liebsten gerne die Kommode zeigen. Aber ich glaube, ich habe die schon gezeigt in meiner letzten Roomtour. Wenn ihr jetzt die Kommode sehen wollt, die hinter euch steht, dann guckt euch meine letzte Roomtour an. Die verlinke ich jetzt hier nochmal irgendwo oder die findet ihr auch einfach auf meinem Kanal. Weil dann könnt ihr die sehen, weil glaubt mir, ihr wollt das sehen. Oh mein Gott, soll ich euch diese Schublade noch zeigen? Eigentlich muss ich euch die Schublade zeigen, was da drin ist. Okay, seht ihr jetzt gleich am Ende von dem Video. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt doch gerne den Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt seht ihr tatsächlich, was in dieser Schublade drin ist. Los geht's. So, das hier ist die Kommode, von der ich gesprochen habe. Die habt ihr, wie gesagt, in der letzten Roomtour ganz gesehen. Das ist mein absolutes Highlight hier in der Wohnung. Und hier seht ihr jetzt, was ich in der geheimen Schublade verstecke. Oh, wie hier nichts aufgeht. Meine Wii-Sachen, Ferngläser. Und hier unten haben wir eine PlayStation 3. Ja, weiß nicht warum, aber irgendwie schäme ich mich für die Schublade, weil die so unaufgeräumt ist. Aber ja.